Hey Leute, willkommen zurück zum Grow Up X-Men Legends mit dem Benjamin und Max, wie nach wie vor. So, wir sind hier irgendwo. Wir haben den Computer gefragt. 100 Menschen haben wir gefragt. Der hat 42 gesagt. Ja. Wir haben mehr Leben als die Dudes hier. Ja, dafür kommt er einfach mal in die Lava. Das hilft ihm dann auch nicht mehr. Die Sache ist, mein Blitzdings hat so einen halben Lebensbalken weggemacht. Jetzt macht er noch so einen Drittel. Oh nein. Ja. Da links geht's ins neue Gebiet, da ist aber eine Tür im Weg. Da müssen wir bestimmt einen Knopf drücken. Was ist ein Knopf? Ein Schalter. Schön Knopf. Oder eine Sketchbook, finde ich. Das hier auch mal. Also, sonst haben wir doch nie so viele Sketchbooks. Und vielleicht ist den Entwicklern irgendwann aufgefallen wie, shit, das Spiel ist fast vorbei. Wir müssen die noch irgendwie verteilen. Ach, du bist. Und dann. Guck mal, hier ist eine Knopf. Use Control Panel. Deine Krallen ziehst du auch nicht rein, ne? Einfach mit den Krallen da drum kratzen. Ja, meine Güte. Das yay! Control Panel, das muss jetzt ab. Können wir gerade kurz. Hier sehe ich was. Was ist das denn? Ist da was? Auf der Karte sieht das aus. Du kannst doch fliegen, oder nicht? Das hast du nicht geskillt, ne? Nee. Okay. Deswegen wollte ich das nicht ausprobieren. Du bist jetzt Cyclops. Juhu! Wir müssen dich erstmal jetzt zurückkaufen. Deswegen haben wir gespart. Ui. Ich hoffe aber, das war immer ein gleicher Preis sozusagen. Wo willst du ja, hin? Wo? Hat sich das noch ausgedacht? Ich meine, ja, das war das First of a Kind. Change Team. Du bist doch dann irgendwo hier mit der Zahl hinterlegt. Ja, komm. Wolverine. Das damals war das teuer, jetzt können wir. Ja, 10-mal wiederholen. Ich spring gleich einfach mal ja, ich spring gleich nochmal rein. bitte nicht. Ist halt ein bisschen fies, wenn es dann. Es gab ja wirklich schon Sprungpassagen. Okay. Und wenn man da irgendwie abstürzt und dann nur noch zwei Leute hat, also. Das ist ja nicht mehr so geil. Ja, ist halt. Weißt du das mehr wie. Was weiß ich. Bei Legend of Zelda haben, wo du dann wieder gespawnt wirst, aber Schaden kriegst, weißt du? Und dann kannst du mir jetzt noch ein paar Potions reinjagen. Zur Not. Also hätte ich hier gerne mal wieder ein Level up. Avalanche? Das kennen wir noch nicht. You punk. Sind die hier von The Brotherhood wahrscheinlich? Run away. Oh, hier! Boss! Deines Physical Resistance, hier der Sager 2. Combo! Sehe ich jetzt noch nicht. Okay. Jedenfalls da oben nicht geslowt, der Junge. Und den anderen geht einfach gar nichts rein. Combo! Ja, das ist erstmal ein Saber-Fuß, ja. Combo! Ich versuch mal den anderen hier in die Luft zu jagen. Geht das? Nee, der ist. Combo! Combo! Gut, dass du so gesprochen hast. Alright. Nee, nicht unverwundbar. Genau, beide Physical Resistance. Also, du bist gerade ein bisschen. Überflüssig. Boah, ich bin geslowt vor allen Dingen. Alter. Ja, damit wir springen. Ich kann nicht springen. Hier, kannst du deinen Ulti nutzen. Ja, warte. Ich liege hier erstmal im Dreck. Du werde jetzt nochmal im Dreck geschleudert. Und jetzt drücke ich hier Y. Okay. Und weißt du, was ich jetzt mache? Was nochmal? Ja, die sind jetzt erstmal kurz gestunt. Na, ich stand zumindest da. Egal, mach's gleich mal. Explosionen! Combo! Da hinten den Avalanche, der, nee, der kann nicht in die Luft geschleudert werden. Der steht fest mit den Füßen auf dem Boden. What? Hat er genau. Okay. Au. Jetzt könnte der hier aber mal umfallen. Combo! Danke. 8000 Erfahrung. Das sind wir sonst noch von irgendwelchen Facility-Scheiß gewohnt.
Will do. Jetzt geht auch hier hoffentlich was rein. Quake? Von wem? Nicht von mir. Au, vom Gegner. Ja. Ist er etwa auch? Hat er etwa auch so Skills wie wir? Das für mich. Kann nicht sein. Komm, du bist dann nur so. Wie? Warte, was? Super Combo! Super Combo? Mr. Dude ist hier unten auch wieder aufgestanden. Was? Warum? Er hat mir gerade ein Gesicht. Okay, hat aber wenig Leben. Also ist nicht wieder. Nicht wieder voll. Ich bleib jetzt auf Avalanche, dass sie mir gleichzeitig drauf gehen irgendwie. Mhm. Dann bin ich am. Was zur Hölle soll diese Scheiße? Wirklich jetzt? Der ist ein bisschen eingefrostet drüber. Oh ja, schön nebeneinander stehen. Du hast ein Special, ich hab's verstanden. Wirklich jetzt? Der ist was ganz Besonderes. Mann, sag ich ihm was ganz Besonderes. Jetzt steht er auch kurz gut. Okay. Looks like the nice guys come in last again. Ja, hör mal auf zu hauen. Nicht hauen. Aber nicht hauen. Wir haben noch den Bonus. Oh ja. Mhm. Was passiert hier? Ein Erdbeben. There's no way up as to now regroup back in dimension. What? We are standing on ist the edge of the abyss. Oh, our very existence depends on immediate decisive action. There is no negotiating with the mutant blight. Ladies and gentlemen, I offer you a way to eradicate it before they. Yep. Silence, human! Your plans to destroy mutant kind will not come to fruition. This pitiful attempt failed, but it has sealed your fate. Let your followers know that it was you who set this war in motion, and let their anguished cries keep you warm in the days to come. Okay. This isn't working out the way you promised. Don't be so naive, Havoc. How can we ever hope to live peacefully with a species that regards us as abominations? But using this gravitron of yours is madness. Kommt doch auf unsere Seite. Then let madness be the mother of change. No, I won't let you do this. Hold on, kid. Only through force will they realize that we are not merely their equals. We are their superiors. And on the eighth day, I looked down upon creation and said, let there be darkness. You set these events in motion the first time you laid hands on one of us. You have always looked down upon mutants, feared us, hated us. And now you shall reap what you have sown. The decision is yours. Will a new day dawn where my children will no longer hide in fear? Or will it be forever? Das ist nicht nett. Nee, irgendwie nicht. For RBN World News, I'm Deborah Owens. It's been two weeks since mutant leader Magneto began using his powers to encircle the Earth with asteroids. Currently, 90% of the sun's energy is being blocked from our atmosphere. As a result, there has been a 20-degree drop in the world's median temperature. At the UN, world leaders spoke out today, denouncing Magneto as barbaric and calling for retaliatory action.
In the U.S., the president stated that military forces have focused their attention on finding Magneto's base. Oh, yes, citizens of Earth, I am Magneto. I have three demands which must be met unconditionally. First, all anti-mutant programs are to be terminated immediately. Second, the island of Genosha in the Indian Ocean will be granted to me as a sovereign nation. Finally, General William Kincaid will be handed over to me for trial under mutant law. If my demands are met, the sun will shine again. If I am defied, the chill you feel now will become the endless winter of your discontent. The choice is yours. Also das ist ein evil Plan, den hatte ich ja noch nie gehört. Einfach rein, hat er das ja mehr oder weniger aus dem Affekt gemacht, ne? Really, ja, aber die Base hat er ja irgendwie vorbereitet. Ja, die Base. So, und dann wird er einmal von Sentinels entführt. Dann kommt er zurück und sagt, du, also, Nein. So nicht. Guck mal, jetzt sind es wieder mal in der Menschen. Ach, da kann ich ja den Controller ausmachen. Genau, und was wir als erstes machen, ist Objectives gucken. Explore the... go to the war room. Explore... Nee. Ja, aber wir können hier Quiz... Quiz. Quiz ist klar. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, was gemeint ist mit seiner Asteroidenbasis. Aber wie die heißt? Das hat Keller gesagt, ne? Nee. Ja, zu einfach. Aber das kriegst du gar nicht diese? Ne, letzte Folge hat man das gemacht. Ne? Das passt wunderbar. Aber dann können wir Plan 8 Inner Sanctum. Hat er nicht was von Genosha? Genosha war eine Insel. Diese Insel. Die soll. Ja, die soll sein Königreich werden, richtig. Quasi. Inner Sanctum. Nee, also Avalon ist eine Burg. Wollen wir das versuchen? Ja, ist wurscht. Check! Nice! 6 Erfahrungen. Who wears a helmet to protect against... Das weiß ja wohl jeder. Also ich hätte es gesagt, sonst Magneto, aber Juggernaut hat das auch. Wo er hier die Menschen angegriffen hat, hatte der so einen Helm auf. Ja, der hat den Helm auch einfach auf, damit der sich die Birne nicht einrennt. Nee. Der war da komplett hier, wie heißt es? Ach ja. Resistance, Mental Resistance und dann nicht mehr. Na dann, drücke. Nochmal 6 Erfahrungen. Whoop, whoop. The Metal Bound Wolverine Bone is. Na, das ist hochklar. Ja. Mal gucken, ob noch eine schwere Frage kommt. Which is the codename for Kitty Pryde? Die kenne ich ja nicht mal. Polaris, Pryde, Siren, Destiny oder Blink. Ja, das können wir mal so stehen lassen, oder? Kennst du die? Kitty Pryde? Eigentlich Shadowcat oder nicht? Oder was? Hieß die anders mit Nachnamen? Aber den Spitznamen kennst du jetzt auch nicht. Also, ich hätte Shadowcat gesagt. Aber das gibt's da nicht. Richtig, deswegen. Ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen für den Zuschauer. Und wir gehen eigentlich zum War Room, weil dieses hier Explore the Mansion, was da immer steht, das ist vollkommen Brille. Das steht jedes Mal, wenn man hier ist. Ich möchte nicht mit Various X-Men reden, ich möchte einfach to the next mission. Einfach was zu tun haben, nicht immer nur reden. Ja. Auch mal ein bisschen bewegen an die frische Luft. Codex. Guck mal, hier ist rot. Hier war sonst grün, jetzt ist rot. Oh mein Gott. We've got an emergency. To the war room on the double. Jetzt aber flott. Und the double schon wieder. Tensions have finally come to a head. There's been a huge upsurge in sentiments against mutants. Anti-mutant rallies are being held in every major city, and mutant control laws are being discussed by every nation in the world. There have been sporadic outbreaks of violence against mutants, but those are just small trickles from a dam that's about to break. Spit it out, Psych. What's going on? Psych. I just received word that Sentinels have begun openly hunting mutants in New York City. To make matters worse, Gerso's soldiers stormed the sewer tunnels and are attacking the Morlocks. Cyclops,
I know we've had our differences with the Morlocks. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, nee. Will storm. I spoke to Healer. He agreed to meet us in the sewers and fill us in on the situation. Scott, can you hear me? Juggernaut's on a rampage and we can't stop him. We need your help. He wants... Looks like we're gonna be putting in some overtime today, X-Men. Let's get moving. Warte, ob man sich jetzt... Ja... Oh, am Ende macht man eh alles. Also wir gehen auf keinen Fall zu den Morlocks. Ja komm, wir haben gerade doch eh über Juggernaut gesprochen. New York City? Ja, Juggernaut dann, ja? Jo. Wahrscheinlich macht man eh alles. Ja. Bei dem anderen war es ja auch, dass man es nur eine Reihenfolge auswählt. Aber ich will nicht nochmal einen Dreck. Team ist soweit okay, Level Up gab es jetzt nicht nochmal. Ab dafür. Kannst du den Controller anmachen? Da ist er mit seinem Helmet. Mit seinem Helm da. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kloppy. Moira ist noch ein geiler Name. What's the status? McTagger. Oh, da ist eine Seite. Ein Sketchbook. You better run, little man. Oh. Who's that guy? Na, das ist hier unser... Ah, Forge. Isn't technology a wonderful thing? Das ist ein Mutant, er kann Technologie verstehen oder so ein Scheiß. Ja, das ist noch eine CD, ja. Mensch. Er ist einfach intelligent, das ist sein... seine Fähigkeit. Na, hier wie... Stark. It's go time! Wo bin ich? Wo bin ich? Okay. The fuck? Juhu, it's arrival. Und es gab ja noch irgendwie... Hier ist es ja, hier weiter oben. War das. Ja, dann lass erstmal die komplette Arena erkunden, ja? Das war doch die Basis, wo wir in Russland waren. Neben ja. Nach dem. Da haben wir irgendwie ganz tolle Sachen gemacht. So, hier. Cyclops, walte deines Amtes. Danke. Guck mal, yes. Hier noch ein bisschen rum. Und dann gibt's Blitze in Art. Combo! Ich mache einen Blitz, und mache einen Blitz. Multi-Resistant, das ist ja gerade unbesiegbar. Hey, no fair! Oh, das ist unfair. No, no, no. Kleines Lilly. Oh, ich bin hier. Cyclops. Keep close. Jetzt. Wir haben nachgeguckt. Wenn wir das nochmal leveln. Also, wo ist das denn? Oh. Achso, er macht dann immer was kaputt und dann kann man wieder angreifen. Klassisch. Wenn wir bei... Oh. Sah lustig aus. Oh. Dann lass doch mal Iceman vor. Ich glaube, unsere Teamaufstellung ist irgendwie doch falsch. Ja. Combo. Die Kombos hauen halt uns rein. Ich will nur sagen, wenn wir Cyclops-Ding noch einmal leveln für 2 Punkte, dann... Alter! gibt's das für alle, egal wie weit das weg ist. Warst du schon? Nu? No? Oh. You got lucky. Ah, get it! I don't know! Oh no, no, no! I don't... I was... What? When I was... Jetzt spiele ich jetzt Jean Grey. Wow, wir sind mal woanders. Ich habe keine Objectives. Ich muss nichts machen. Ich glaube, dann geht's auch nicht weiter. You X-Men have a habit of arriving. What I seem to know. Whoever it was. Maybe. See you later. See you later. Bless your heart. I'm trying. None at all. Goodbye, my friend. Ich würde ja gerne mal once again, retten, the X-Men arrived to save the day. We should get you guys pagers. Du einfach duplizieren. Large. Okay. Yeah. Klingt lustig. Ah, yeah. Hat da immer jemand zum Spielen? So, nu? Können wir mal mit Juggernaut sprechen oder so? Start und zurück zum... Hallo, my friend. Goodbye, my friend. Gibt's hier nicht, ne? Irgendwie back to... Ich bin irgendwie verwirrt.
Das Areal ist jetzt auch nicht groß hier. Back again? What I... No. Whoever... Maybe. See you. Das ist doch irgendwie kacke. Mit der kann ich nicht reden. Haben wir es kaputt gemacht? I'm trying... None at all. I sincere... Goodbye, my... Nicht, dass wir den irgendwie zu schnell besiegt haben. Map not available for this area. Ah! Large? Yeah. Oh, yeah! Ich dachte kurz. Ah! Oh, yeah! Oh, entered area. Ah, guck an. New York. Nicht in die Sewers jetzt erstmal. Warum nicht Sewer und dann haben wir es weg? Vielleicht ist es das letzte Mal. Vielleicht. Kann dir keinen Wunsch abschlagen. Nee, die Aufstellung ist wieder kacke, ja. Colossus. Colossus. Wolverine. Wolverine. Aber wir haben jetzt keine neuen Dudes, ne? Nee. Nope. Storm. Storm. Exakt. Aber vielleicht sind das jetzt alles so kurze Level. Ja, ich hoffe ja. So, jetzt nochmal quasi nochmal ein bisschen. War jetzt wirklich Arenen. Und dann Endkampf. Thank goodness you're here, X-Men. Arena, ja. She. Yeah. They are. Ich hab bloß kurz die Map gesehen. Gut, ja. Eieieiei. Got it. Schnelle Arena-Kampf. Mhm. Yes. Ja, wahrscheinlich einfach viele Knöpfe drücken. Combo! Next! Combo! Oder war das einfach die nur... Die Leiter ist kaputt. Combo! Dann müssen wir die Leitern kaputt machen. Vermute ich mal. Dass hier keine Leute nach unten kommen. Machen wir die Leiter kaputt. Die können nämlich nicht runterspringen. Ich bin automatisch dann versiegelt. Das ist doch logisch. Ah, geil. Ja, speichern wäre gut. Ah, ich hab Change gedrückt. Du bist nicht gewohnt, ne? Nee. Ja, noch ein bisschen können wir hier im Dreck herumwühlen, würde ich sagen. Ja, ich würde trotzdem gern speichern. Weil wir schon alle Leiter kaputt gemacht haben. Jeff? Jeff? Yes, yes. Da. Wodka. Oder so. Na komm schon, Junge, Mädchen, Spiel. Der ist aber umgekippt, der Junge. I need more power to do that. Also sag mal so, das. Mein Tornado macht genauso viel Schaden wie mein Blitz und hat AOE. Das Problem in dem Sinne ist wirklich, dass es. Dass die halt rumschleudert, die Jungs. Wenn es einfach nur AOE-Schaden machen würde. Oh, Kaffee ist fertig. Wo war ich denn schnell hier, der Junge? Oh, was denn? Hä? Okay, wir sind uns aber einig, dass die andere Ecke geht's nicht weiter, ja? Ja. Wirklich. Ja, der macht einen Windgranaten, das ist das Problem. Erstmal das auf hier rumzuschießen. Das ist total unfair. Wir haben hier noch Mutantenkräfte und ein Gewehr. Ja? Das ist okay. Nicht fair. Was jetzt? Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? Bei uns sind alle Angriffe ohne Gewehr. So. Das ist hier. Wir haben jetzt hier aufgemacht, können wieder zurücklaufen. Achso, wir können jetzt hier unten lang laufen. Ja. Ah. Voll die Rätsel, Alter. Total. Ja. Jetzt! Level up! Die hat auch selber jetzt gesagt, hast du gehört? Wo bist du? Cyclops. Sag doch besser, dass er was machen soll. Das ist nicht so. Ihm soll ins Gesicht treten. Will do. Hier geht's durch. Das ist wichtig, dass man da einen Schalter hat, dass man die Tür direkt nebenan bedienen kann.
Oh, genau wie hier. Combo! I'm the best at what I do. I'm the best. Hinten geht's ja locker flockig. Hier, mach das mal kaputt. Let's see what you got. Wollte ich machen. Hat das teleportiert die Jungs rein, sozusagen. So, ich dachte, das ist dieses Energieabsaugding. Ja, hätte ich auch gedacht, aber da kommen ja gleich 4 Jungs teleportiert und das ist auch Teil des Objectives. Das ergibt doch irgendwie mehr Sinn, sowas kaputt zu machen, was die Leute rein teleportiert hier. Dann machst du auch kaputt und dreh ja nicht einfach Pirouetten davor. Das gehört dazu. Who's next? There's no stopping me now. Ist jetzt nochmal ein Level Up für irgendjemanden? Ja, für Cyclops? Ja, für Cyclops und Iceman. Beide gleichzeitig, ja gut. Ja, und die haben trotzdem schon wieder die halbe... den halben Erfahrungsbalken wieder voll. Also, halten wir fest, diese Rizzo-Soldiers geben ordentlich Erfahrung. Ja, das war auch das letzte Mal so. Ja genau, das waren die doch in dieser Facility. Ja, ja. Okay, okay, also lass uns hier alle finden. Was Form. Better luck next time. Better luck next time. Kommst du her? Ah! So. Der denn hier? Mit Chin. Eigentlich hätten wir den Teleporter aufgenommen. Also ich hab noch ein Level abgefunden. Ja, da hättest du ihn stehen lassen können, hätten wir hier Levels formen können. Stimmt, das wäre schlau gewesen. Ja, das ist 5-9. Ne, das war's jetzt. Gut, oh. Wir wollen ja auch nicht leben. Aber vielleicht auf der nächsten Ebene. Grid Flowage. Grid. Ja, apropos lame oder so ein Level, wir können ja mal wieder den Danger Room offscreen machen. Da gibt es auch ein bisschen XP für alle. Problem ist, wenn ich Angriffe einsetze, kann sein, dass dann aus Versehen der Teleporter oder was auch immer da ist mit kaputt geht. Combo! You lose. Ja, aber jetzt nicht so viel Erfahrung gemacht. Vielleicht sind die halt, sagen wir mal, Level gecapped. Weißt du, die geben bis zu Level 23 bis ein Arsch voll Erfahrung und dann eher so wenig. Ist halt, ja, ist dann Entwickler einmal eins, dass man die Spieler dann ein bisschen abholt. Dass sie nicht über- oder unterlevelt sind. Did you have a good fall? Ich kriege jetzt zum Beispiel kaum Erfahrung. You lose. Ja, ist gerettet. Ich werde hier geblockt. Ab in das Mühlrad mit dir. Ab in die Kloake. Hier gibt's auch nochmal was. Think you're bad, Beauty? Hier kannst du einfach so öffnen. Ja. What? Combo! You're lucky you're still breathing. What? Okay. Im Level kann man wieder nach öffnen. Ich glaube, dein ist so, ja. Incoming! Did you have a Kann ich ihn hier irgendwie hier anvisieren? Schnell sein. Ich bin nicht schnell. Komm, wir gucken mal hier hinter. Ja, guck mal hier hinter. Oh, du bist so gut. Ah, na, komm, jetzt. Das haben wir nicht gesehen, weil ich auch A gedrückt habe. Aber ist egal. Aber wir haben was gekriegt. Richtig. Guck mal, wenn wir hier ausrasten. Vor Freude. Hello. Ich würde sagen, wenn jetzt Iceman noch mal ein Level up hat, dann gucken wir mal kurz ins Menü. Ja, Wirbel hat doch nicht mehr gereicht, um den anderen Typen mit noch mal hochzuwirbeln, obwohl er da voll reingerannt ist. Ich hab ihn gepackt. Ach, weißt du, diese Officer bringen einfach super viel Erfahrung, glaube ich. Die ganz normalen Dudes
Nicht so. Das ist aber schön. Auch immer viel los in der Ecke. Ja, jetzt mal kurz hier. Characters. Hast du nochmal ein Level up? Nee. Nee, noch nicht. Ich bin kurz davor. Ja, weißt du, da warten wir kurz. Das können wir auch noch abwarten. Tür auf. Ain't no one standing in my way. Aus die Augen, Level up, Junge! Man muss das wirklich einfach mit normalen. Oh yeah! Cyclops hat. Und noch ein Level up ist gekriegt. Jetzt, okay. Jetzt geht's rund, Jungs. Details. Agility gibt mir Defense Rating. Booty. Na, weil. Mana habe ich hier noch eigentlich zur Zeit. Mehr Body ist mehr gut, wa? Tornado eventuell. Und hier unten hatte ich vielleicht noch was. Da brauche ich Level 24. Nope, Flight, Dings ist egal. Ja, dann gibt es jetzt noch das hier. Level 22. Ja. Boop. Level 24. No. Oder halt dann irgendein Chain Lightning, einfach, dass der mehr Schaden macht. Aber jetzt erstmal nicht. Gut, Ausrüstung ist egal. Cyclops. Bei Cyclops muss man das ein bisschen gucken. Ja, der kriegt Command. Richtig, zwei Punkte. Alter, nochmal mehr Striking Agility. Ich raste aus, ey. Und Fokus hat er wirklich gut. Da kriegt es einfach nur noch Body, würde ich sagen. Ja. Das soll uns ja nicht umkippen. Bei ihm wahrscheinlich ähnlich. Mhm. Höchstens ein bisschen Strike für seine Eisdinger. Ja, mach das mal auf 10 voll. Ja, und dann hast du zwei Punkte. Wir wollen ja eigentlich nur, dass er Deep Freeze ansetzt. Yep. Okay, was haben wir hier unten noch? Ice Tracks war. Plus Ice Reduce, Air Skating. Das ist wie Fliegen. Aber Critical Strike kriegt er jetzt noch. Oh, das kann ich schon. Und dann am Ende kriegt er noch die Point Blank Shot vielleicht. Mhm. Und dann haben wir es. So, jetzt sind wir alle durch, wa? Du hast hier noch einen Punkt übrig. Anni, du hast ja auch ein Level Up. Richtig. Fokus würde ich. Hast du ja erstmal, oder? Ja, ich brauche noch einen. Okay. Und jetzt hast du noch einen Punkt übrig. Wie sieht denn das hier oben aus? Every Skate würde noch gehen, das ist dein Go-To-Skill. Mhm. Ja, nehme ich. Punkt. Brauch mehr Mana, ne? Jetzt. Ja, deswegen habe ich ja auch mehr Fokus. Gut. Weiter geht's. Alle zufrieden? Ich hab total vergessen, was ich geskillt habe jetzt. Müssen wir jetzt etwa... Die Karte ist so riesig jetzt. Die ist eigentlich eine Small. Hä? Bestimmt beim Durchscrollen. Ich hab doch geguckt, ob man hier drücken kann. Hier kann man nicht drücken. Ja, dann müssen wir mal hier vom Funk gehen. Was? Guck, hier, gehst du in den Keller und gehst du wieder den Keller hoch. Ah ja, ich hab Tornado nochmal gespielt. Joha! Wo bist denn du hin? Hör mal. Ich will, dass es weitergeht. Ich geh wieder hoch. Lass den umkippen, lass den umkippen. Ach ja, Tornado. Sorry, loser. Sorry. Jetzt dürfen wir auch ins nächste Gebiet. Na, zum Glück. Kommst du hier? Guckst du da? Die bringt doch irgendwie massig Erfahrung. Vielleicht einfach nur diese Objectives abschließen, weil ich bin jetzt schon wieder fast voll. Ich bin ja auch schon wieder über die Hälfte. Ja, aber so finde ich das gut. Ordentlich XP, Leveln, Skillen. Brauchen wir wahrscheinlich auch einfach. Also, weil Looten ist ja nicht ganz so der Hit, aber Leveln macht schon was her. Das ist schon mal 50% des wichtigsten Kriteriums im Spiel. Du machst ein bisschen Schaden. Ich hab ein bisschen. Fantastic! Yeah! Incoming! Incoming!
Mach, mach, mach! Genau, geht ja jetzt auf alle! Bei den 14 oder 16 Strike dann nächstes Level oder so. Und das ist einfach mal eine Steigerung von fast 100%. Das ist schon nice. Das ist schon ein, deswegen ist einfach den Jungen dabei zu hören. What? Iceman! Iceman. Yeah! Yeah! Combo! Okay. Let's see what you got. Flieg und Sieg. Da ist Energie-Immun. Das macht nur 19 Schaden bei ihm. Was machst du mal hier? Ist das eine Sackgasse sonst? Nicht so richtig. Oh mein Gott, das ist ein nicht lineares Gebiet. Ich komme damit nicht klar. Doch, es ist linear, die Tür ist zu. Ja. War da hier irgendwas? Stat Point Reward. Haben wir jetzt einfach. Haben wir jetzt einfach einen Punkt bekommen? Es. What? Hat zumindest die Nachricht gesagt. What? Haben wir das schon mal? Das ist bewusst, oder? Das schon mal hatten. Jetzt haut doch nicht ab! Ihr feigen Säcke! Nochmal fliegen! Und nochmal. Will do. Falsche Richtung. Nochmal fliegen. Oh, was ist hier? Konnte wohl nicht lesen. Der Kollege zu schnell aufgenommen hat. Wir sind aber schon ganz schön viel Zeit da, wenn ich ein bisschen dumm flow. Letzter Speicherpunkt ist Sensor. Hier steht noch einer. Energieresistent. Ich komme ja von. Geht doch mir aus dem Weg, Mensch. Ich wollte springen. Weißt du, ist das Fleisch verstärkt oder so? Steht ja noch einer. Stand. Stund. X-Men, keep together. Du kannst das überall einsetzen. Nicht together bleiben. All right. Ach, guck mal, ein Speicherpunkt. Das ist okay, die Jungs müssen noch hier. Will do. Level up machen wir dann mit der Offscreen, würde ich sagen. Ja. Das ist für alle. Das ist Physical Resistant, Junge. Das ist. Soldaten da hinten noch ausschalten. Extreme. So. Du bist. So, ich wollte ja eigentlich speichern. Ist Mana einfach bloß hochdrücken. So. Boah. Na, da war ordentlich Level Up heute drin. Also, das war eine ordentliche Prise Level Up. Das hat mir gefallen, muss ich sagen. Hoffen wir, dass es noch so viel weitergeht. Ich hab doch gesagt, wir sollen da runtergehen. Ja, ist okay. Ne, wenn es schon eine Kackumgebung ist, wenn es ein. Zu kacken mit Erfahrung. Ist schon okay. Gut, Freunde, dann an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und. Ach, mir fällt nichts ein.